Heute besprechen wir, wie du dich trotz anderer Dinge auf die Schule konzentrieren kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich habe extrem oft die Frage bekommen und vor allem auch diesen Vorschlag, auf den ich selbst, glaube ich, nie gekommen wäre, und zwar mal ein Video darüber zu machen, wie kann ich mich denn auf die Schule konzentrieren, wenn nebenbei einfach irgendeine andere Sache meine Aufmerksamkeit erfordert. Das kann was ganz Normales sein, einfach irgendein anderes Projekt oder eine andere Sache, die jetzt einfach neu in deinem Leben dazugekommen ist. Das kann aber auch wirklich sein, dass du, keine Ahnung, familiäre Probleme hast, in einer Beziehung, jemand hat Schluss gemacht, und egal was es ist, ich will dir 5 Tipps mitgeben, wie du eben noch mehr Fokus in solchen Situationen auf die Schule bekommst. Erstens, gib der Sache volle Aufmerksamkeit. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was alle, vor allem wenn es etwas Schlimmeres ist, was alle versuchen. Und zwar, anstatt der Sache mal den Raum zu geben, denke ich immer nur, vor allem beispielsweise in der Klausurenphase, shit, ich muss mich jetzt aber hier drauf, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich muss mich jetzt auf die Klausur bereiten, die ist jetzt schon 3 Tage, wenn ich jetzt nicht lerne, dann Aber genau so wird es nur schlimmer. Anstatt einfach mal diese Sache 1-2 Tage oder eine Stunde oder eine Woche oder was auch immer eben in deinem Fall angemessen ist, der Sache mal Zeit zu geben, versuchen sie immer gleich davor wegzulaufen. Wenn du es aber machst und diesen Raum eben dieser anderen Sache gibst, dann wirst du erstens eine viel schnellere Lösung finden, du wirst eine viel bessere Lösung finden und vor allem deine Emotionen werden größtenteils raus sein. Zweitens, schließe ehrlich damit ab. Und mit ehrlich abschließen meine ich okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und jetzt haben wir eine Lösung gefunden und meine Emotionen sind jetzt raus und passt schon, sondern wirklich ehrlich. Dass du wirklich ehrlich von dir selbst aus sagst, hey, ich habe damit jetzt einfach abgeschlossen. Und deswegen, damit es wirklich konkret wird, würde ich dir auch empfehlen, da eben eine ganz bestimmte Handlung auszuführen. Wenn jemand bei dir gestorben ist, dann gehe ich an das Grab und versuch da abzuschließen. Nicht, dass du dann nie wieder an die Person denkst, aber einfach das für den Moment ruhen zu lassen und dich auch wieder, dass die Sache nicht mehr komplett deinen Kopf einnimmt. Oder wenn jemand Schluss gemacht hat, einfach Sachen nehmen, wegschmeißen, zurückgeben, was auch immer. Einfach, dass du eine klare Handlung hast, okay, ab hier ist diese Thematik für mich beendet. Drittens, fokussiere dich direkt voll auf die Schule. Das ist im Prinzip genau der Counterpart zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Am Anfang müssen wir diese Sache einfach den vollen Raum geben, damit die Sache sich entwickeln kann, man eine Lösung finden kann, man emotional auch damit abschließen kann. Aber sobald das getan ist, musst du dich voll auf die Schule konzentrieren. Denn auch wenn du eine konkrete Handlung gemacht hast und dir selbst wirklich sagst, okay, ich habe jetzt damit abgeschlossen, dann ist trotzdem noch eine sehr bewegende Sache und es wird immer noch weiter in deinem Kopf rumschwirren. Deswegen, in dem Moment, wo du schaffst, dich möglichst viel, so viel wie möglich, möglichst zu 100% mit der Schule zu beschäftigen, gibt es in deinem Kopf gar nicht mehr Platz, dass die andere Sache da noch rein kann. Wenn du aber dich nur ein bisschen auf die Schule fokussierst, denkst, ja, die andere Sache war ja schon, dann wirst du es immer so aufsplitten und die Sache wird nie ganz weggehen. Aber wenn du dich so viel mit der Schule beschäftigst, dass eben nichts anderes mehr rein kann, dann wird die Sache, so krass es klingt und so wenig es jetzt vielleicht für dich vorstellbar ist, in Vergessenheit geraten. Überleg mal über Dinge, die vor 6 Monaten extrem krass waren für dich und an die du jetzt gar nicht mehr denkst, im Prinzip zumindest nicht alltäglich. Und genauso kannst du es da eben auch machen. Das funktioniert eben dann, wenn du deinen Kopf möglichst viel mit einer anderen Sache, beispielsweise eben der Schule, beschäftigst. Viertens, immer weiter beständig bleiben. Auch wenn du dir das jetzt vornimmst, es wird immer wieder passieren, dass eben dein Kopf sagt, ah, aber da war doch und das und wäre doch und hätte doch und Da musst du beständig bleiben. Da würde ich sagen, hey, ich lasse es beiseite, ich fokussiere mich wieder voll auf die Schule. Und das immer weiter, bis du im Prinzip das Ziel erreicht hast. Das Ziel ist es nicht, das komplett zu vergessen, dass du es gar nicht mehr abrufen kannst. Das nicht, und das ist auch total unrealistisch. Sondern es geht darum, dass du diese Sache nicht mehr in dein Alltagsgedächtnis lässt. Das bedeutet, du beschäftigst dich einfach von Tag zu Tag damit nicht. Klar, du denkst ab und zu mal wieder zurück, vielleicht in einem Wochenrhythmus, Monatsrhythmus, nicht im Sinne von, du hast einen Kalender dafür, sondern es passiert einfach automatisch, vollkommen normal. Man erinnert sich auch so einfach mal random an irgendwelche Sachen aus seiner Kindheit. Ist ja vollkommen okay. Aber eben, dass es dich einfach nicht mehr so viel beansprucht. Und das sollte dein Ziel sein. Deswegen versuch da wirklich beständig zu bleiben, immer wieder auf die Schule oder auch auf andere Lebensbereiche, damit du da eben möglichst viel Platz wegnimmst und die andere Sache dich nicht so schnell wiederbekommt. Fünftens, erlaube distanzierte Reflexion. Nur weil du dann versuchst, möglichst viel dich mit der Schule zu beschäftigen, bedeutet das nicht, dass du die Sache komplett verdrängen sollst. Und auch wenn du sie verarbeitet hast, sollst du sie gar nicht ja komplett vergessen. Es war ja ein entscheidender Moment. Es war ja eine bewegende Sache. Es war ja was Wichtiges. Deswegen solltest du immer wieder auch mal daran denken, Dinge,
die du daraus gelernt hast, Dinge, wofür du dankbar bist, einfach vielleicht auch nur eine Erinnerung an vielleicht auch einen schönen Moment, auch wenn vielleicht was gar nicht so Tolles war. Egal was es ist, das solltest du dir auf jeden Fall erlauben und auch unbedingt machen, weil es auch für die allgemeine langfristige Verarbeitung super, super entscheidend ist. Worauf es nur ankommt, ist, dass es eben distanziert bleibt. Dass du eben nicht wieder voll in diese Emotion reingehst, sondern es einfach nur anschaust und merkst, okay, hey, so war es, so hätte es sein können, so lief es leider nicht. Vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass du das eben zulässt, nicht komplett verdrängst und dann eben auch dein Leben so weitergehen kannst. Deswegen in dem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.